So, und damit ein herzliches Willkommen hier zur nächsten Folge von Let's Play EP. Und ja, weiter geht's in dieser Folge. Und ich bin gerade schon ein bisschen am Rumüberlegen, was wir hier machen könnten. Also das hier haben wir ja gesagt, das ist nicht so schön. Vielleicht machen wir hier einfach mal ein paar verschiedene Gebäude oder so. Und ich würde mal schauen, was ja vielleicht da auch Platz hätte, wäre so ein Fußballplatz. Habe ich aber kein installiert gerade. Es wurde auch geschrieben, Feuerwehr und Polizei zu machen, wäre vielleicht ganz coole Idee. Allerdings muss ich da erst ein paar Modelle suchen und dann, also ich behalte es mal im Hinterkopf, werden wir aber noch machen. So, der Weltjet fährt hier schon wieder schön. Und ja, also die Häuser hier, wie gesagt, irgendwie sieht das alles ein bisschen kacke aus. Das heißt, eine Reihe können wir ja lassen, aber die anderen, die zaubern wir mal weg hier, die zwei. Also ja, eine Reihe von den Häusern sieht ganz gut aus, finde ich, aber mehrere dann auch nicht. Man könnte hier natürlich auch was anderes machen hinten. Wie gesagt, so eine Art Fußballplatz oder sowas ist halt nur die Frage, ob das dann schön ist. Oder wir machen den einfach überall einen großen grünen Garten. Wäre natürlich auch so eine Möglichkeit. Aber die Straße hinterzu, gut, das gefällt mir hier schon, aber das so hinterzu ist nicht mehr so meins. Man könnte ja die Straße an sich ein bisschen. Man könnte natürlich ja auch so einen Wald beginnen lassen, ne? Das wäre vielleicht auch ganz nett. Die Idee finde ich eigentlich ganz schön. Klar, die Straße kann man ja ein bisschen umbauen. Ich probiere da mal was. Also die Straße praktisch so ein bisschen geschlängelt hier so und dann so raus. Beziehungsweise hier vielleicht auch so und dann. So raus zu. Genau. Und dann hier weiterhin ein bisschen grün, wenn wir es auch hier schon haben. Natürlich nicht hier mehr den Rand bauen, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann können wir uns hier ja noch ein paar Bäume hinstellen. Das machen wir auch gleich mal. Also wieder typisch RE1. Ja, also es wurde auch schon ein Vorschlag geschrieben zur nächsten Anlage, die wir dann bauen sollen, weil wie gesagt, hier kommen wir halt schon langsam zum Ende. So eine Nebenbahn wurde sich gewünscht. Weiß ich nicht, ob wir das machen werden, weil sowas mache ich momentan immer in den Livestreams. Wer das ein bisschen verfolgt oder die Livestream-Aufzeichnungen, die ich ja immer hochlade, ja, der kennt das Ganze halt schon. Also vielleicht mal im Livestream reinschauen, aber ja, wäre eine Option. Schreibt gerne einfach weitere Vorschläge für die nächste Anlage und ich denke mal, diese soll auch veröffentlicht werden. Also ich denke mal, da habt ihr Interesse, ne? Habt ihr ja auch schon geschrieben. Also nochmal gerne in die Kommentare schreiben, ob diese Anlage veröffentlicht werden soll. So, was mir auch schon eine Zeit lang auffällt, dass hier ja noch ein Oberleitungsmasten fehlen. Und ich denke immer wieder dran, aber in der Aufnahme vergesse ich es immer. Das heißt, wir machen die jetzt mal. Und zwar diese da, glaube ich, waren es. So, und diese brauchen wir jetzt einmal mal. Müssen wir jetzt gucken. Das heißt, hier halt 90 hilft uns nicht viel. So, drehen wir das mal um 180. Halt, S-Bahn, ich wollte dich gar nicht aufhalten. Ja, so einigermaßen, dass halt wieder passt. So, ich denke mal, der passt hier ganz gut. Übrigens könnte man von den Zügen auch mal, machen wir jetzt einfach mal einen, ich mach mal einen hoch.
So, die bei der S-Bahn sind ja schon oben. Und bei der 120er, die wir das letzte Mal eingesetzt haben, beziehungsweise beim World Chat, brauchen wir die auch noch. Aber ja, hier haben wir schon beim World Chat. Hier auch. Bei der 120er noch nicht. Im ICE haben wir jetzt auch einen oben. Hier machen wir auch einen hoch und dann passt's. So. Also hier noch ein bisschen Grün. Das gefällt mir hier recht gut, immer das Grünzeugs. Könnt natürlich auch mal durch die, also ja, jetzt machen wir erstmal die Oberleitung fertig und dann überlegen wir. Wo brauchen wir jetzt hier überall einen Masten? Also hier, ich denke mal, ja, hier, dann sieht man recht schlecht, aber hier unten noch mal und dann beim Stellwerk und dann geht es ja mit dem anderen wieder drauf, ne? Gut. Ja, passen wir die mal ein bisschen an. Auch zum einen Grund, erstens mal, also wer sich, viele verwenden ja die LV1 Oberleitung, aber erstens habe ich mich mit der noch nie beschäftigt. Und der zweite Grund ist, die Standardoberleitung kann halt dann jeder verwenden. Wenn halt die Anlage veröffentlicht wird und dann sieht halt nicht jeder schon bei der Oberleitung Fragezeichen. Und so hässlich finde ich die eigentlich nicht. Also ich finde die ganz schön. Die Standard-Oberleitungsmasten, also. Ja, ich finde die passend. So, war der Schotter schon immer so oder habe ich den jetzt irgendwie so hingedreht? Übrigens ist mir hier aufgefallen, dass hier ein bisschen viel Gras drin ist. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Es ist halt durch die Schallwand durchgekommen, aber ein bisschen ist okay, aber nicht so viel. So in etwa gefällt mir schon ein bisschen besser. Beziehungsweise auch noch ein bisschen rausschieben. So, dann ja, haben wir hier die Masten noch, die drehen wir uns einfach mal hin. Also hier haben wir einen. Ich dachte schon, das wird jetzt hier eng, dabei bin ich noch fast nicht, ja. Sehe ganz schlecht, haha. Konzentrierende Arbeit hier. So, und dann brauchen wir noch den hier. Halt, da sind wir hier vorne, oder? Ja. Ach ja, wie ich es liebe, die Oberleitung zu bauen. Ich freue mich ja schon beim Hauptbahnhof-Projekt. Das wird der reinste Horror dann. So, hier vorne hat man dann noch einen. Können wir zwar jetzt auch so einen hängenden von der Brücke machen, aber passt der hier eigentlich auch, weil unter die Brücke passt auf jeden Fall noch ein Masten. Von dem her ist es nicht so schlimm. So. Genau. Schön hinter dem Signal, dass man das noch sieht. Und dann war es das auch schon von den Masten her. Passt also. Gut. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Und dann kümmern wir uns mal hier. Also ich weiß nicht, im Wald an sich ist halt. Ja, in der Stadt. Also, beziehungsweise es ist halt eine Vorstadt. Man könnte hier natürlich so einen Berg machen. Oder halt hier das Polizei- und Feuerwehrzeug. Das wäre natürlich auch so eine Möglichkeit. Aber dafür hätten wir hier irgendwo sicher auch noch Platz.
Ich habe mal was Einfacheres. Wir werden hier einfach mal erstmal ein paar Informationen hier aufstellen für die Fahrgäste, die hier mit den Bussen fahren. Haben wir hier eigentlich schon Fahrgäste? Ja, haben wir. Das heißt, so Ausstattung. Ja, nehmen wir einfach das Ganze mal Bahnsteigzeugs. Sollte hier auch nicht unbedingt stören. Schauen wir mal, was wir so brauchen können. Bahnsteigzubehör. So. Können wir die Treppe hier eigentlich irgendwo verwenden? Die hatte ich ja letztens im spontanen Livestream mal installiert. Können wir die hier irgendwo brauchen? Ich glaube fast eher nicht. Man könnte natürlich jetzt hier so einen Berg machen und da so die Treppe rauf. Wäre vielleicht eine Idee, aber ja, müssen wir mal schauen, wie das ausschaut. So, Mülleimer, warte. So, da, Mülleimer sind immer gut. Also das Dach ist nicht mittig, das weiß ich schon, aber muss es auch nicht unbedingt sein, weil halt die Busse mehr so am Rand halten. So, einmal Mülleimer, dann an den Bushaltestellen Dinger stehen ja nicht so viele Sachen rum, also. So, also Abfahrt, ja, nehmen wir jetzt auch solche, oder haben wir hier andere? Das Bänke, mal hier und hier und dann brauchen wir hier nicht, aber so eine Infotafel. Hier und hier und dann. Nö. Ja, doch, so ein Ticketautomaten vielleicht. Gibt es zwar bei Bussen nicht so oft, aber kann man mal nehmen. Ich stelle jetzt das einfach hier hin, wo der Schatten ist, so mittig dann. So, jetzt habe ich den Bahnsteig hier kurz verrutscht. Natürlich. Ja, der lässt sich jetzt natürlich auch wieder nicht umbauen, so hartnäckig wie er ist. Das heißt, wir kürzen den mal. Ach komm schon. Lieber Bahnsteig. Bussteig natürlich. Welcher war denn das? Der hintere. Fast. So, hier natürlich auch 0,30. Müsste noch ein bisschen länger sein einfach. Vielleicht 70. Ja, es passt wieder einigermaßen. Davor noch das Andocken wieder richtig. Beziehungsweise das können wir auch so ein wenig verschieben. Komma 3 und hier auch eins weniger vielleicht 9 4 8 Nummer 8. So, jetzt passt es mit einigermaßen. Ja, dann mal hier solche Fahrkartenautomaten. Einmal und dann warum drehe ich denn den jetzt wieder so? Ist natürlich nicht so gewollt.
Also hier wieder. Hat man es hier auch mal in den Schatten so einigermaßen. So, und dann hier noch die Bänke. Dann haben wir hier den schönen Wegübergang. Das finde ich dann recht nett. So halb in der Sonne und halb im Schatten. Kann sich jeder entscheiden, wie er es lieber hat. So, hier vorne haben wir noch eine Bank. Ich versenke sie gleich im Bahnsteig. Ach. Ich will eh keiner, so ungefähr. Nein. Hier. So, und jetzt brauchen wir natürlich auch ein paar Passagiere, das heißt Landschaftselemente, Fauna, Menschen. Ja, nehmen wir einfach mal hier wieder ein paar Frauen, ein paar Kinder, ein paar Männer. Einmal das volle Programm einfach. Dann wird es hier schon ein bisschen lebendiger und die Leute warten dann ewig lang auf den Bus. Und dann passt es. Die hat aber ganz knappe Schuhe jetzt von mir bekommen. Soll es geben. So, man kann ja auch mal, ja, Kinderwagen natürlich, wovon gerade hier rauf fährt. Und dann mal mit Kinderwagen, was schon oben ist. Hallo. Ah ja, jetzt geht's. So, dann eine Frau mit Aktenkoffer sozusagen. Ja, warum bin ich heute eigentlich nicht so gesprächig? Ganz einfach darum, da ich schon ein paar, einige Videos heute aufgenommen habe. Also jetzt schon siebte hintereinander oder so. Also nicht nur von EP, aber allgemein. Und ich muss dann noch ein bisschen was aufnehmen. Und ich die ganze Zeit weiß man halt dann auch nicht, was man so reden soll. Das liegt daran, dass ich die nächsten 2 Wochen keine Zeit habe aufzunehmen. EP kommt jetzt immer übrigens nicht mehr nur freitags oder immer freitags. Ich habe das Stolper aktuell neues Video, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Also ist gestern noch gekommen am Abend. Und da drin die aktuelle Info, dass jetzt Videos also kommen, wann ich am besten hinbekomme. Also das heißt jetzt nicht, dass EP immer freitags kommt. Also es ist jetzt wieder ein wenig unterschiedlich. Lasst euch einfach überraschen, wann ein Video kommt. Ich habe schon so geplant, dass mindestens einmal, wenn nicht zweimal in der Woche von den Hauptprojekten, wo halt EP auch dazu zählt, ein Video kommt. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob ich es jetzt dann schaffe. Die Tage, weil heute, also morgen ist der 18. Wenn ich es halt einmal in der Woche grob rausbringen will, Minimum jetzt, wenn die 2 Wochen mal um sind, kann ich mal öfter. So, es kann aber natürlich auch mal sein, dass auch mal ein Hauptprojekt in der Woche nicht kommt. Also schaut euch mal das Infovideo von gestern an und wisst ihr da Bescheid. Also in dieser Woche haben wir jetzt EP, dann nächste Woche. Ich muss jetzt also die Folge für nächste Woche irgendwann aufnehmen und dann für diese Woche auch noch. Und dann hier bin ich wieder aufnahmebereit. Ja, und von dem her zum Thema würde ich auch sagen, machen wir weiter in der nächsten Folge von Let's Play EP. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare und ja, entschuldigt, dass ich momentan ein bisschen still bin, aber wie gesagt, ihr wisst Bescheid, ne? Und ja, von dem her danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer der Stoiber und Tschüssikowski.
Der will hier gar nicht halten, ne? Naja, Tschüssikowski.